Eine Veränderung steht an. Alle besonderen Gewohnheitstiere jetzt so. Nein! Wir haben eine Veränderung am Auto. Ja, die erste in der Saison. Abgesehen von der Wagenpräsentation, aber das zählt nicht. Die erste Veränderung am Jaguar 963. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2020. Das Rennwochenende in Spielberg. Ich habe gerade Gänsehaut, weil Spielberg ist halt toll. Und ich freue mich heute wieder besonders aufs Spielen. Nicht, dass ich mich sonst immer zwingen muss oder mich nicht drüber freue, aber heute eben, wie gesagt, besonders. Weiß auch nicht, ist halt einfach so. Ausgewogen 94. Schließen. Und ja, es hat was mit unserem neuen Sponsor zu tun. Mit dem vierten Kleinen, den wir mittlerweile haben. Welche Überraschung. Können wir uns hier noch nicht angucken. Wenn ich dran denke, dann machen wir das am Ende der Rennfolge nochmal. Dann auf jeden Fall in ganz scharf. Qualifying, das war das beim letzten Mal auch schon so. Habe ich jetzt nicht wieder geguckt. Aber wir gucken gleich mal im freien Training nach. Nachrichten. Guten Morgen, es regnet. Bald, also im Qualifying. Erstmal ganz schön nass und dann trocken. Das Rennen komplett trocken. Entwicklung. Hat sich nicht viel getan. Zwischen Ferrari und Renault liegen die Rosinen und die Orangenen. Da hat sich was getan. Zum Beispiel. Im Detail sieht es wie folgt aus. Strapazierfähigkeit, vorletzter Platz für uns und ansonsten überall Platz 1. Und bei der Aero weiterhin noch ganz besonders. Teile werden wieder gewechselt, genau. Gut, dann können wir ja loslegen. Jo. Ich habe jetzt mal am richtigen Wochenende, nicht am Rennwochenende, am für mich richtigen Wochenende, mal in den Vertrag mit James VS geguckt. Ja, James. Ich will die James nennen, ich nenne die nicht James. Auch nicht James. Wobei James Alternative James auch irgendwie ganz lustig wäre. Es ist offensichtlich James, aber James klingt schon lustig, aber James gefällt mir gerade besonders gut, deswegen ja, habe ich mal reingeguckt und habe gesehen, die dürfen ab Spielberg aufs Auto. Insofern dürfen sie auch ab Spielberg aufs Auto. Gut, das Wetter, Jeff sagt noch gar nichts. Erstmal stark bewölkt. Stark bewölkt mit trockenen Bedingungen. Es wird freundlicher, die Sonne kommt raus. Widme dich bei Gelegenheit mal einigen unserer Trainingsprogramme. Ja, mach auch mal was. Sie nicht alle in einer Session absolvieren. Doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. Und dann wieder stark bewölkt am Ende. Voller Sonnenschein und da dann Regen, aber ist uns egal. In 20 Minuten sind wir eh schon fertig und erst zwischen Minute 20 und 45 soll es anfangen zu regnen. Teamziele, Sektor 3, Autoeinstellungen. Okay. Na, erst wieder laden, drücken, dann das da unten und jetzt 4-1 und Fahrzeughöhe bleibt bei 6-7. Reifen gucken. Fast 4 Zehntel. Aber dann halt eine Dreiviertelsekunde von Gelb auf Rot, das ist doof. Eine Dreiviertelsekunde ist viel auf dieser kurzen Strecke. Oder bei dieser kurzen Rundenzeit, die man hier dreht. Wenn du während deines Boxenstopps etwas Spezielles wissen oder Änderungen am Auto vornehmen möchtest, kannst du mir das über Funk mitteilen. Aktiviere das System durch Drücken und Halten der Funktaste. Du kannst den Befehl aussprechen oder ihn manuell am Funkbildschirm auf der Multifunktionsanzeige auswählen. Während das Funkgerät aktiv ist, kannst du mit der MFA-Taste durch die Befehlsgruppen schalten. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Ich feiere sehr gerne im Regen, aber ich freue mich auf das komplett trockene Rennen. Insbesondere in der Hoffnung, dass wir dann mit Mick auf absolute Augenhöhe fahren werden. Das ist zumindest meine Hoffnung. Meine Hoffnung ist das. Jetzt können wir uns gar nicht so richtig unseren neuen Sponsor angucken. Also, wir können ihn schon angucken und auch sehen, aber es ist halt gerade nicht so schön beleuchtet oder gut belichtet. So, hier kann ich noch nicht in den Fotomodus gehen.
Es geht erst hier draußen. Ja. Den Spaß weg. Jetzt muss ich wieder zur Tastatur. Moment, bin gleich wieder da. Totaler Scheiß. Schaut mal, wie verpixelt alles ist. Der Jaguar, wie eckig der ist. Ach, Mann, ey. So, Moment. Geht's noch näher ran? Ich drück gleich mal. Moment. Nee. Näher ran geht's nicht. Ja. Da unten, wo in der letzten Saison Zanzale war. Und ich habe mir wieder die Freiheit genommen und habe das Logo abgewandelt. Nicht, dass ich absolut unfähig gewesen wäre, wobei das weiß ich nicht. Ich habe es nicht probiert, aber ich habe da spontan eine Schriftart gefunden, die mir gefallen hat. Und dann habe ich auch den Kringel da unten selbst gezeichnet, dieses geschwungene Etwas unter James VS. James gegen Bond. Keine Ahnung, wie man auf den Sponsorennamen kommt, aber es kommt mir gerade irgendwie in den Sinn. James gegen Bond. Ja. Der Kringel da unten, dieses geschwungene Etwas, diese Linie da, das habe ich selbst gemacht. Ohne Grafik-Tablet, einfach schwungvoll mit der Maus. Hat ein paar Versuche gebraucht, aber hat am Ende dann sehr zufriedenstellend funktioniert. Ja, gucken wir uns später nochmal an, vielleicht wenn nochmal besseres Licht ist oder eben spätestens dann, wenn wir am Ende der Rennfolge wieder bei Firma-Anpassung gucken können. Aber das schon mal vorab. Wir sind jetzt noch besser ausgestattet. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten Spielberg. Momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Hier oben die Remus-Kurve, dieses ja, bergauf anbremsen, ganz spät bremsen, bis in den zweiten so arschlangsam und dann wieder rausbeschleunigen. Aber was sage ich da? Spielberg halt. Spielberg ist halt toll. Weit außen. So, jetzt akklimatisieren wir uns mal. Schon längst gemacht. Testzone in Kürze. Bereit machen. Die Entfernung siehst du auf deiner MFA. Du lügst doch, Jeff. Die MFA sagt nichts oder lügt die MFA? Das erste Mal nur grün. Frechheit. Könnte aber auf Anschlag lila werden, wenn ich jetzt hinten nicht verkacke. Klasse, du hast diese Strecke so gut wie gemeistert. Das ist eine sehr starke Grundlage für das Wochenende. Ist ja eine sehr starke Strecke für dieses Rennwochenende. Wir können jetzt auf Rundenzeitjagd gehen, wie geil ist das? Nach Runde 1 schon auf Rundenzeitjagd gehen, das klappt sehr selten. Ist schon recht selten, dass wir überhaupt bei der Streckenakklimatisierung wieder schaffen. Ah, freue mich schon umso mehr auf das Rennen. Wenn das Rennwochenende beginnt, so auch sehr gut, zu spät gebremst. Boah, ist die Strecke toll. Das war nicht gut. Nochmal um 1,4 Sekunden verbessert. Na, 1,5 Fünfer. Das ist großartig. Du scheinst ein gutes Verständnis für diese Strecke zu haben.
Ah, zu spät rein. Aktuelle Teileabnutzung hier und da und dort. Na, die Runde wird nichts mehr. Auf einmal sind die Bremsen rot. Zu heiß. Exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. So, wir gehen gleich mal auf Radarfallenjagd. Ja, der Windschatten ist aber blöd. Gut, dann fahre ich halt in die Wand. Denke ich aber hier mal vom Gas, damit wir keinen Windschatten haben. Mal 3 macht 9, 339. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Fahrer hinter mir, auch mit Weiß. Sainz liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit dann beträgt ist vor uns Norris. 6,3. Denn der kam ja gerade aus der Box. Der Vordermann auf der Strecke. Installationsrunde bei ihm, okay. Oh, zu früh gebremst. Eine 1,55. Letzte Saison hatten wir hier eine 1,68, 1,3 Sekunden schneller. Der Unterschied hier fällt auch nicht so groß aus, weil, wie gesagt, so eine Runde geht hier nicht lang. Reifen sparen, rote Reifen. Autoeinstellungen fallen mir gerade ein. Ha, ein paar Sekunden, bevor es zu spät gewesen wäre. Geil. Ein gutes Rennen machen wir bisher. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,5,5. Cool. Kann losgehen, sobald du bereit bist. 3 1/3 Zehntel zwischen Weiß und Gelb und dann eine 3/4 Sekunde zwischen Gelb und Rot. Meine Apfelsaftflasche ist noch etwas kondensationsnass. Jetzt habe ich noch gerade Nässe an den Fingern. Das ist etwas glitschig auf der Schaltwippe. Aber war zum Glück nur an der linken Hand und die linke Hand ist fürs Runterschalten zuständig. Deswegen konnte ich da gerade auf der Geraden die Finger abwischen. An Jeffs T-Shirt. Fahrer hinter mir. Ricardo hinter dir. Böser Bub. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 6,1. Verfolgt uns 6 Zehntel hinter uns mit auch weißen Reifen. Klar mit dem deutlich langsameren Auto.
Aber wie auch mit sehr alten Teilen und... Ich muss gerade noch das Feingefühl finden auf dieser Strecke. So schnell fahren, Reifen lieb haben. Dieses verdammt schneller runterschalten in der Remus-Kurve, weil du halt auch erst so spät bremst und dann so schnell in so einen niedrigen Gang zweiten oder ersten musst. Das ist cool. Das ist Musik. Auch wenn der Wagen besser klingen könnte. Wenn er besser klingen würde, aber hey. Wir können uns nicht alles aussuchen. Leider. Oh, das war Kies. Weit außen wollte ich eigentlich nur sagen. Reifen lila, Zeit 3,5 Zehntel Vorsprung. Okay, Test abgeschlossen. Der geht auf jeden Fall noch mehr auf den Roten. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Randstein ausgenutzt beim Einbiegen. In der Kurve Zeit verloren, beim herausbeschleunigen Zeit gewonnen gegenüber der bisherigen Bestzeit. Ja, zu eben. Jetzt wieder draußen. Boxenstopp. Mick auf gelben vor uns. Boxenstopp drücke ich halt auf den Lenkrad die Taste für. Fahrer vor mir. Mick vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,4,1. Nee. 4,1? Mann, ja schnell. Nicht, dass der uns schon wieder viel zu schnell ist. Na, mal gucken. Rotreifenbeste der letzten Saison war eine 1,44. Und wir gerade 1,52, da geht also noch was. Kurve 3 wird dir als erstes Probleme bereiten. Die Einfahrt ist am höchsten Punkt einer Steigung und es ist eine täuschend enge Kurve mit einem späten Scheitelpunkt. Gute Bodenhaftung bekommst du nicht so leicht hin. Wenn sie dir zu schwierig ist, kannst du schneller hineinfahren und ein Stück über die Auslaufzone fahren. Jeff sagt doch selbst, dass für ihn das da oben Kurve 2 ist. Zumindest schreibt er das immer in seinen Textnachrichten. Soll er doch einfach Remus-Kurve sagen. Das ist eindeutig. Eigentlich wäre eine Nummerierung eindeutig. Aber wenn man ständig die Nummerierung ändert. Oh, die drei Deutschen auf den ersten drei Plätzen. Cool. Hatten wir noch gar nicht auf dem Podium, alle drei Deutschen, aber das liegt nicht auf an dem Jaguar. Auf deiner Multifunktionsanzeige lassen sich diverse Einstellungen während des Fahrens vornehmen. Öffne die Anzeige mit der MFA-Taste und navigiere nach oben oder nach unten zur gewünschten Einstellung. Ich kann die... Ist ja auch interessant. Ich kann einerseits hier nicht wieder die Reifen wechseln, aber ich habe nicht mal die Möglichkeit, rauszugehen. Schaut mal, ich kann jetzt nicht die B-Taste drücken. Das könnt ihr gerade nicht sehen. Deswegen schaut mal. Aber schaut mal hier. Da unten blendet es dann Zeit beschleunigen, mitfahren und beenden ein. Und hier verschwindet die Legende. Das ist komisch. Das ist nicht zum ersten Mal... Immer noch kaputt. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 5,2. Hä? Jetzt geht's wieder. Codemasters. Aero. Das hier haben wir ja geschafft, ne? Ja, nur noch Sektor 3, 40 von 50 Punkten. Haut hin.
Benzin sparen. Wir sind Dritte auf dem Temporadar. 339,4 Kilometer pro Stunde. Dritter, gar nicht mal so schlecht mit den alten Teilen. Fertig. Bereit. Boah, schaut mal den Pixelbrei links und rechts an, da im Cockpit. Eieiei. Ich muss mal die neueste Version noch installieren, fällt mir gerade ein. Die ja auch den, nicht Season Pass, sondern, hier ist es ja Podium Pass, reingehauen hat. Den Podium Pass 4, diesen Quark. Ja, hinter mir ist was, ich fahr schnell raus. Wir sind jetzt vorbei. Da ist ja noch mehr hinter uns. Ist der jetzt mal Ruhe hinter uns? Bin nächste Runde eh nicht so schnell, weil ich auch rumlupfe. Problems aus der Box, aber der ist langsamer in Cover 1. 14 hinten dran, dafür ist der Sprit schon fast lila. So, Sprit lila, jetzt stopfen wir nicht mehr für den Rest der Runde. Jetzt fahren wir noch schnell mit frühem Hochschalten. Die Zeit wird sonst zu eng. Genau, das war gerade genau diese Höchstgeschwindigkeit, die da rechts stand. Sonne kommt langsam raus, der Himmel öffnet sich. Oh Gott, 3,5 Zehntel, das wird doch nichts. Oder? Ich denke. Boah, mal gucken. Scheiße. Na. Nee. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Zu früh gelupft für meinen Geschmack. Zu früh angefangen zu lupfen. Aber auch weniger Sprit gespart, hä? Wobei dafür bloß 2 Zehntel Rückstand. Okay. Hm. Hier habe ich jetzt definitiv weniger gelupft als letzte Runde. Einmal lupfe ich noch hier etwas, weil Sprit könnte etwas knapp werden. Auf dem Rest der Runde kann man nicht mehr wirklich lupfen. Dafür sind die Kurven zu schnell. Jetzt haben wir noch Windschattenunterstützung vom Orangenen. Das packen wir. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Ah, ich wollte eigentlich... Nein. Ach. Ach, zurücksetzen. Ich wollte eigentlich jetzt zum Überholen ansetzen auf den nächsten Geraden. Das will ich auch. Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Den Spaß lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Ja, da hat er doch noch zugemacht. Gut, war jetzt auch nicht die richtige Stelle zum Ansetzen, aber im Training kann man so eine Erfahrung schon mal machen. Mein erster Gedanke war halt links ansetzen, aber... Ich wollte zumindest mal gucken, wie das da rechts ist, weil, wie gesagt, auch Training und, ja, da kann man sich so ein paar Ausprobiersachen erlauben. Boxenstopp.
Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Hamilton ist jetzt auch vor uns. Fahrer vor mir. Hamilton liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,5,0. Wir wollen beide rein. Hey, wir wollen auch rein. Jetzt sind wir zu dritt. Kommt der Orange noch rein? Sind wir zu viert. Boah, das wackelt aber gerade alles, ja. Jetzt sind wir hier zu dritt hintereinander. Ach, schade, eine liegt schon ab. Klar, Mercedes, erste Box. Ups, ich gebe noch Gas. Die Sonne scheint, wir haben einen Riesenspaß. Auch die Sonne mag Lachgummi. Hatten wir erst vor ein paar Rennwochenenden die Melodie. Jetzt gibt's die Auflösung für alle, die es nicht wussten. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 5,2. 5,2, ja immer noch. Na gut, wir sind durch für T1, 3, 2, 7, 3, 2, 8, 3, 2, 6, 3, 2, 9, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 1, 9, gar nichts. Hui, die haben Spaß. Nun gut. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Schumacher, Hamilton und Valtteri Bottas. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Vettel hinter uns. Wie der beste Rotbereifte. Zwischen ganz vielen Gelbbereiften. Naja, wird noch. Das sieht gerade schlimmer aus, als es ist. Der Abstand wird dann nicht ganz so groß sein, weil, wie gesagt, ziemlich alte Teile. Und etwas besser komme ich auch noch rein. Bin mal gespannt, wie es am Ende vom Qualifying aussehen wird. Ich hoffe, nicht so ein großer Abstand wie am Ende des Qualifyings in Frankreich. Ja, was wollen wir hier groß gucken? Weiter. Oh, küsstest du. Also gut, bereite dich auf einen Ausstieg vor, falls dir da drin zu heiß wird. Es gibt ein Problem mit dem Kühlsystem und wir werden ein paar Minuten für die Reparatur brauchen. Ein heißer Hintern. Hm. 5 Minuten 30. So eine Vorspultaste wäre im Leben, so eine Zeitbeschleunigentaste wäre gar nicht mal so verkehrt. In der Schule zum Beispiel, oh, die Stunde geht noch eine halbe Stunde. Erstmal Knöpfchen drücken. So, bye bye. Das Stromsparen, ja. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Was machen sie denn da? Vorbeifahren würde der AlphaTauri. Gelbbereift ist er. Start aus dem Kollege. Er ist auf Rang 1. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,3,2. So früh schon rausgefahren. 3,2? Oh. Start aus dem Kollege. Er ist auf Rang 1. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 3,2. Er hat das Abstand zum Vordermann gelassen. Los geht's.
diese Schattentextur auf der Tribüne sieht seltsam aus im Augenwinkel. Nein, da will ich ja gar nicht hin. Dreiviertel Sekunde Vorsprung. Sehr schön. Abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Nick auf roten Reifen, zwei Plätze vor uns. Fahrer vor mir. Albon vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,4,7. Ja, einzig Mercedes hat nach aktuellem Stand offiziell noch einen freien Platz, nämlich den neben Bottas. Ansonsten sind alle Plätze für die echte 2021er Saison belegt. Weil ich gerade hier Albon gehört habe, bei ihm merke ich halt wieder, dass es einfach zu wenig Cockpits in der Formel 1 gibt, bei ihm und bei Hülkenberg und überhaupt Kvyat gehört auch noch dazu. Die drei müssten, wie ich finde, zwingend Formel 1 fahren. Aber nee, es gibt zu wenig Cockpits. Das ist schon doof. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Ich finde, auf Albon hat man ziemlich viel rumgehackt. Moment, ich muss machen. Lass mal die Zeit notieren. Notieren und sprechen. Geht gerade nicht. So, eine 4.8, nochmal kurz vergleichen mit letzter Saison. Da hatten wir eine 1.55 auf gelben Reifen. So, Zeit, Mick. 1.03.2. Und wie geht's weiter? Tü. Okay. Unsere beste Roten. Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 4,8. Haben wir die Reifenfarbe von vorhin von Mick gar nicht aufgeschrieben? Oh, Mick. 331. Er hat ein schönes Auto. Gucken. Oh, er fährt rein. Ich muss immer noch grinsen, wenn ich den Wagen sehe. Aber ich glaube, das wird auch nicht aufhören. Der ist schon schick. Was wollten wir eigentlich machen? Ach ja, Mick gucken. Nee, Quatsch. Wir wollten ja wieder rausfahren. Rennstrategie mit den gelben Reifen. Alles bereit. Ja, der Herr Albon. Ich finde, man hat auf ihn wieder, wie auch schon bei Pierre Gasly, zu viel rumgehackt. Mit, ah, oh, der kann nichts, der ist viel zu langsam, macht viel zu viele Fehler. Ja, klar, er war langsamer als Verstappen und meiner Meinung nach auch zu langsam als Verstappen für die Ansprüche von Red Bull. Aber wie man auf ihn wieder eingehackt hat, finde ich nicht schön. Ich bin der Meinung, er hat schon gezeigt, dass er in die Formel 1 gehört und ich würde ihn da auch gerne weitersehen, aber ja, genauso wie bei Kvyat oder auch Hülkenberg in der Vergangenheit auch schon Ocon, der fährt ja wieder,
seit 2020 oder auch schon das Wehrlein nicht fahren konnte, das fand ich damals auch beknackt. Ob er jemals zurückkommt, war die Schlacht zu bezweifeln, weil mittlerweile sind ja doch schon ein paar Saisons ins Land gegangen seit der 2017er Saison. Aber das ist halt auch ein Problem der Formel 1. Es gibt einfach zu wenig Cockpits, zu wenig Teams. 24 wären Minimum schön, 26 wären besser. Was macht man jetzt eigentlich? Ach so, hier Gas geben, weil Rennstrategie. Dann schalte ich vor Kurve 1 auf Fetch und vor Kurve 3 vor Schlossgold dann wieder zurück. Nicht gut rein. Halbe Sekunde langsam hast du hier bei Such. Genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Ich hab's gar nicht auf die Zielzeit geguckt. Naja, hat schon gestimmt. Das ist die Hauptsache. Jetzt sogar kurz auf Best-Set-Kurs. Nicht so gut durch die Kurve. Jetzt fehlt uns gleich der Strom, den wir vorhin eingesetzt haben beim Stromsparen. Trotzdem neue Bestzeit, neue persönliche und 1,3 Sekunden vor der Zielzeit. Wir bekommen großartige Daten. Zu weit innen, hat den Wagen rumkommen lassen. Jetzt habe ich hier gerade 2,5 Zehntel verloren. Der Remus-Kurve. Ups. Na, es wird mir keine neue Bestzeit, glaube ich. Ja. Außen. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Eine Zehntel hinter der eigenen Bestzeit. Auch nicht so gut. Nochmal 7 Zehntel auf die eigene Bestzeit verloren. Entschuldigung, 100stel, 700stel. Jetzt aber eine Zehntel Vorsprung. Okay, nur noch 400stel. Der siebte Gang hat sich da schon die letzten beiden Runden angedeutet, jetzt habe ich sie verkackt. Tolle Leistung bis hierhin, wir bekommen großartige Daten.
Muss man in. Aber letzte Runde war halt nicht gut hier in Cover 1. Ausbaufähig. Ah, Linie nicht gut. Jetzt sind wir Windschatten, ist doch fest an die Rottenzeit. Blöd eingelenkt. Und Runde im Eimer. Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Was wir hier beim Einbremsen näher kommen, der hat auch die gelben Reifen drauf. Wir fahren gerade sehr mager. Liegt das auch in unserer Bremsausbaustufe beim Chassis? Oder ist es einfach KI-Schwachland? Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Zeig ihm mal an, ich will rein. Status dem Kollege. Er ist auf Rang 1. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,3,2. Immer noch. Eine 4.6 mit den gelben Reifen. Letzte Saison eben 5.5 und 4.4 Rotreifen-Bestzeit der letzten Saison. Ein Auf und Ab. Wie ein Weh sieht das aus bei der Rundenzeit. Reifenabnutzung 0.0,8. 3,3,5 der andere. 3,3,1. Oh, cooles Duell. Cool. Der andere Ferrari noch dahinter, der Sepp. Jetzt die Kameraperspektive, na wobei, so doof ist sie gar nicht. Jetzt ist sie aber beknackt. Die haben Spaß. So, genug Spaß, denke ich jetzt mal. Ich warte noch bis Kurve 2 ab. Ob beim Anbremsen was kommt? Ne. Dann ist das Duell gegessen, aber da kommt ja schnell der nächste Ferrari. 3, 2, 5, okay. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Bottas, Schumacher und Daniel Ricciardo. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Der Mick dreimal auf den Roten unterwegs und der beste, schlechteste Deutsche auf der 8. Guten Tag, Claire. Tag. Wie denken Sie darüber? Schnell. Wie schätzen Sie die Konkurrenz in dieser Saison für sich ein? Nicht so schnell wie wir. Ich mag Herausforderungen. Daher könnte es ruhig noch enger sein. Es ist toll, dieses Jahr geben alle Fahrer ihr Bestes. Wird Ihr Team es schaffen, die Zuverlässigkeitsprobleme Ihres Autos bis zum Qualifying zu beheben? Kein Kommentar, weil wir gar kein Zuverlässigkeitsproblem haben. Tja, trotzdem danke. Tja, Claire, dann denk mal vorher drüber nach, was du fragst. Nur weil wir gerade alte Teile drin haben, heißt das nicht, dass wir ein Zuverlässigkeitsproblem haben.
Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Dann reiben wir mal Gummiabrieb auf die Strecke. Ja, die 2021er Saison, das wird die letzte Saison werden mit den schönen Ballonreifen. Die Formel 2 Felgen sahen 2020 schon so beknackt aus. Habe ich gerade 20 irgendwie blöd betont? 2020, so. Sind sie ja schon mit den Dingern gefahren, das sieht doof aus. Ist natürlich Geschmackssache, aber mein Geschmack ist es eben nicht. Zudem werden die Autos noch schwerer, als sie ohnehin schon sind, weil Felgen nun mal mehr wiegen als einfach Luft oder mehr Gummi. Naja. Wenn ich mir eine Formel 1 backen könnte. Oh. Da wird mir ständig noch was einfallen, was ich hinzufügen will. Wir fahren gerade mit vollem Modi. Mann, die ganze Runde schon. Mist. War ich abgelenkt. Egal, los geht's. 1, 3, 8, 9, 9. Angepeilt. Mist, zu schnell. Der Balken sieht noch gut aus. Siebter Gang. Fünfter Gang. Wir sind noch wieder 2000. Das kostet. Mann, langer Weg. Eine 1-2er. Ja. Das ist schon schnell. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Nee, das wollen wir nicht umstellen. Eine Rundenzeit in Spielberg unter einer Minute, ich weiß, 2020 Bahrain, ist eine Bahrain-Rennen, auch sehr kurze Rundenzeiten, aber das war ja gestellt. Mal ganz besondere Streckenführung, die wir im Normalfall nie gesehen hätten. Uns geht der Sprit aus, du musst in den nächsten paar Runden an die Box kommen. An die Box. Jeff, hol mal an die Box, an die Box. Du führst das Feld an, P1. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Boxenstopp. Bei deaktiviertem Boxenstopp-Assistenten musst du auf deine Geschwindigkeit bei der Einfahrt in die Boxengasse achten. Fährst du zu schnell über die Begrenzungslinie, erhältst du eine Strafe. Achte auf die Hinweise, die dir Zielgeschwindigkeit und Distanz zur Linie anzeigen. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Da konnte es sich der Chef mal wieder nicht verkneifen, vor der Einfahrt nochmal aus der Formel 1-Fibel zu lesen. Boxenstopp-Begrenzer und so weiter, Boxengassen-Begrenzer. Boxenstopp-Assistent, egal. Eins, zwei, acht, das ist auch 1/14 schneller als der MiG mit alten Teilen. Und unsere Bestzeit in der letzten Saison war eben eine 1,44. 1,6 Sekunden Unterschied. Läuft. Ziel die 3, immer noch die 3, obwohl wir schon längst auf der 1 stehen in Sachen oder auf dem Leistungsdatenblatt. Wenn du Informationen zur Reifenabnutzung oder einem Schaden aufrufen möchtest, drücke die MFA-Taste für die Multifunktionsanzeige und dann erneut, um zum Reifen- und Schadensbildschirm zu navigieren. Den einen Sektor habe ich gar nicht mitbekommen. Aber das sind volle 550 von 550 Ressourcenpunkten. Jawoll. Was für ein Rennwochenende. Jetzt muss der MiG noch genauso schnell fahren wie wir im Rennen und dann geht's aber ab. Wir müssen noch Teile wechseln. Der MiG. Oh, schönes Heck. Schönes Auto. Oh, gucken. Mist. Chames bei Sonne habe ich jetzt nicht nochmal angeguckt.
Nee, ich fahre jetzt nicht nochmal raus. Da sieht man es ganz leicht. Ich will wieder keinem anderen zugucken, weil das Auto so schön ist. Da ist er wieder. Ups. Hammes. So. Gesehen. Wir sind hier durch, dann müssen wir noch Teile wechseln. Triebwerk, Teile 2, bitte. Dankeschön. So. Also werden wir noch schneller. Hoffentlich. Gut. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Der Eismann, Schumacher und Valtteri Bottas. Was für eine unglaubliche Trainingssession, aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Die beiden Grün, die beiden Jaguar mit dem neuen Sponsor James auf dem Auto. Habe ich nochmal die Kurve bekommen. Oder das Ganze nochmal schön abgeschlossen und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.